Eine Gruppe Geisterjäger wandert durch die Krankenhausruine Beelitz-Heilstätten. Sie ist eigenartig heute. Ist irgendjemand hier? Die alten Gemäuer sind seit Jahren verlassen. Angeblich spukt es hier. Und wo kommt das Knarren? Von hier? Mit Diktiergeräten nehmen die Geisterjäger seltsame Stimmen auf. Kannst du dich bemerkbar machen? Wo kommt es? Ich kann es überhaupt nicht orten. Auch der Wachmann hört regelmäßig Geräusche. Ich war auch mehrmals gebrüllt. Da habe ich mir Stefan Juch nichts da. Die muss irgendwie mal herkommen. Ich stelle es mir fest nur. Woher kommen die Geisterstimmen? Sollte es tatsächlich in der Ruine spuken? Wir treffen die Geisterjäger. Für sie sind die Aufnahmen ein Beweis für übernatürliche Aktivitäten. Unsere erfolgreichste Methode sind sicher die Tonbandstimmen. Ja, also damit haben wir relativ gute Ergebnisse. Man hat prinzipiell, sage ich jetzt mal, eine Erfolgsquote von 10%. Ja, generell, wenn ich mir alle Auswertungen hernehme, sind 10% Erfolg. Und da sind davon 95% Stimmen. So wie die Aufnahmen aus der Krankenhausruine. Die Ergebnisse waren ungefragterweise. Also das heißt, auf aktive Befragungen haben wir keine Antworten bekommen, dafür umso mehr ungefragt. Das heißt, es waren dann plötzlich Stimmen da, sowohl hilfesuchend teilweise, als auch sehr aggressiv. In einem sind sich die Geisterjäger einig. Diese Stimmen können einfach keinen natürlichen Ursprung haben. Das ist eigenartig heute. Ist irgendjemand hier? Vor den Toren der Ruine. Ein Gasthaus. Der Wirt, auch er sagt, ja, hier spukt es. Wenn Sie also hier durch die alten Gebäude gehen, am Tag, wenn es ein bisschen ruhiger ist, Sie hören zum Beispiel, wenn Sie hinten in der Chirurgie sind, die Schreie der Patienten noch. Ja? Oder das kann natürlich irgendwie vom Wind her sein oder von der Luftzirkulation, ja. Aber wer ein bisschen sich mit dieser ganzen Geschichte beschäftigt, der, und das haben mir viele bestätigt, es ist so. Schnöder Wind oder werbewirksamer Spuk? Fest steht, die Heilstätten haben eine spukfördernde Vergangenheit. Einst ein Sanatorium für todkranke Lungenpatienten, in beiden Weltkriegen ein Lazarett. Vor 20 Jahren ist das Gemäuer wieder in den Schlagzeilen. Ein Serienmörder tötet hier 6 Frauen. Einige Jahre später, im ehemaligen Pförtnerhäuschen verbringt ein Paar das Wochenende. Mitten in der Nacht tötet der Mann seine Begleiterin. Januar 2010. Eine Gruppe Geisterjäger mietet sich in dem Haus ein. Sie glauben, dass die toten Seelen hier immer noch spuken. Es gibt eine Theorie, dass Seelen, die von ihrem Körper sozusagen verlassen wurden, also durch irgendwelche Schicksale, Unglücke, eben halt sich an solchen Orten aufhalten. Und wir wollen dieser Theorie einfach mal nachgehen heute Abend. Aber macht sich der Spuk bemerkbar? Treiben hier, wie in einschlägigen Hollywood-Filmen, unheimliche Schattengestalten ihr Unwesen? Und wie kann man sie sichtbar machen? Die Geisterjäger messen im Mordapartment zuerst elektromagnetische Strahlungsfelder. Schlagen die Geräte ohne Ursache aus, ist das angeblich ein Hinweis auf paranormale Aktivität. Dann schlägt das Messgerät nicht nur aus, sondern richtiggehend Alarm.
Super. Das ist die Ausstrahlung von der Elektrik einfach. Das ist also 90% des Hausgemachs ist, des Spukes ist hausgemacht. Also diese Strahlung, die durchdringt auch die Mauern eben halt. In der Nachbarwohnung steht ein Fernseher, der stark strahlt zum Beispiel. Oder so ein Elektrokasten auf der anderen Seite ist ein Bett und dann hat man schon so einen Schatten, den man sieht oder so. Okay, das haben wir gelöst hier. 90% des Spuks sind also hausgemacht. Bleiben, laut Geisterjägern, 10% ungeklärte Störungen. Die Männer und Frauen bauen eine Videokamera auf, wollen so den Spuk sichtbar machen. Ein sogenannter Move-Test soll zusätzliche Beweise bringen. Mein Geist bewegt Sachen und das wollen wir natürlich sehen. Wir machen das mit einer Kamera eben halt. Und die Tennisbälle zum Beispiel, die sind windsicher auf Deckeln, eben, dass da nichts wegfliegt. Das Kreuz ist ziemlich schwer. Kreuz als Symbolik. Symbolik geht wohl auch nicht in der Seelenwelt verloren, sag ich mal. Und ja, wer es anfassen möchte, der kann es eben halt anfassen. Die Geisterjäger warten anschließend 2 Stunden vor der Türe. Die Rückkehr. Sind die Gegenstände verschoben? Und verschoben ist nichts. Du musst die Kamera auswerten, ne? Ja. Und tatsächlich, die Videoaufnahmen zeigen Seltsames. Diese Videoaufnahme, was wir haben, ist ein bisschen merkwürdig, weil man sieht, alle verlassen das Haus und dann fängt das Kamera an zu zittern, als würde jemand das in der Hand haben und nicht auf einem Stativ. Und der Kamera war auf einem Stativ, also im ersten Blick ist es sehr merkwürdig. Wer hat die festmontierte Kamera zum Wackeln gebracht? Kontaktaufnahme. Es gab auch einen Mord in diesem Haus. Vielleicht möchte die Frau uns was sagen. Sie muss nur diese rote Lampe hier zwischen uns aussuchen. Und da können Sie ruhig was sagen und uns was mitteilen. Sie brauchen keine Angst zu haben.